So, hallo liebe Kinder, ich begrüße euch heute wieder am Mittwoch beim Training. Leider sind die Plätze immer noch gesperrt und wir können kein Training machen, deswegen bin ich jetzt hier wieder hinterm Haus, ja, bei der 50 und habe einen kleinen Parcours für euch vorbereitet. Passt mal auf. Und zwar habe ich hier einen Startpunkt markiert, der rote, und drei gelbe Kegel, wo wir langlaufen werden, und ein weißes Viereck. Ja. Ihr könnt die gelben Kegel, ihr könnt Socken nehmen, ihr könnt Schuhe nehmen, was ihr wollt. Die Endzone ist immer unser weißes Viereck, was ihr da hinten seht. Und unser Startpunkt ist sozusagen immer hier der rote Kegel. So, als erstes nehmen wir den Ball in die Hände und laufen mit dem Ball so schnell wir können bis zum weißen Viereck und wieder zurück. Danach starten wir wieder am roten Kegel, stellen uns diesmal rückwärts, sodass das weiße Viereck in unserem Rücken ist, und laufen dann rückwärts zum weißen Viereck und wieder zurück. Super, und jetzt das Ganze im Slalom. So, jetzt könnt ihr den Ball auf den Boden machen und wir dribbeln mit dem rechten Fuß bis zum Viereck und wieder zurück. Und was kommt nach dem rechten Fuß? Genau, der linke Fuß. Also mit dem linken Fuß bis zum weißen Viereck und wieder zurück. Und jetzt beidfüßig mit beiden Füßen bis zum weißen Viereck und wieder zurück. Super Jungs und Mädels. Ihr könnt den Parcours natürlich auch noch länger machen. Ihr könnt euch neue Dinge einfallen lassen. Ja. Mit der Sohle oder auch rückwärts mit der Sohle oder auch mal den Ball seitwärts mitnehmen, wie ihr wollt. Damit das Ganze aber nicht ganz so langweilig ist, habe ich noch ein bisschen was für euch vorbereitet, was ihr euch ins weiße Viereck legen könnt. Passt mal auf. Und zwar, wenn ihr mit eurem Ball ankommt, stoppen. Und dann habe ich hier euch mal ein paar Memory-Teile hingelegt. Ich habe jetzt nur 6 als Beispiel genommen. Ja, ihr könnt auch mehr nehmen. Machen wir nämlich noch ein kleines Spiel für den Kopf mit dazu. Ja? Dann dürft ihr 2 aufdecken. Ja, wenn die nicht passen, wieder zudecken, zack, den ganzen Weg wieder zurück, ja, und der nächste Versuch, jetzt mal die, ah, ich glaube, das war hier, genau, habt ihr beide, zack, könnt ihr die mitnehmen, ein Punkt für euch, und dann könnt ihr das dann ganze Ding abräumen. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Freund spielen, ja, dann wird der Freund einfach von der anderen Seite anfangen, da baut er nochmal eine Linie, wo er langlaufen muss und einen Startpunkt, und dann könnt ihr gegeneinander Memory spielen. Oder Tic-Tac-Toe, wenn er ein paar verschiedenfarbige Socken nehmt. Ja, der eine hat rot, der andere hat blau, wie ihr Lust habt. Ja? Also, bleibt gesund und munter. Euer Tommy.